Matthias, sag mal, als ich Sportdirektor war beim DFB vor 6 Jahren, da wurde gemeinsam mit Joachim Löw ein Anforderungsprofil für den DFB festgelegt, was ein Sechser zu leisten hat. Wie ist das und wie hört sich das an? Was muss er können? Wie lange haben Sie Zeit? Wir können die Kurzfassung nehmen. Wir fangen an, ein Sechser muss. Ja, es geht ja immer, wenn man über Ausbildung spricht, spricht man über verschiedene Altersstufen. Man muss natürlich dann unter gewissen Gesichtspunkten Individualtaktik, dann kommen gruppentaktische Schwerpunkte, dann kommen mannschaftstaktische Schwerpunkte dazu. Deshalb muss man das ein bisschen unterscheiden, wo etwas beginnt und wo es endet. Und deshalb ist das für meinen Begriff ein relativ großer Unterschied, vor allen Dingen in der Ausbildung selber, im Spitzenbereich. Erfüllt der Sechser ja unter mannschaftstaktischen Gesichtspunkten eigentlich eine ganz einfache Rolle. Er ist die Seele des Spiels, er ist im Herz, er befindet sich im Zentrum und muss damit in der Konstellation gegen den Ball eigentlich die ganze Mannschaft zusammenhalten, auf die Abstände achten und in Ballbesitz natürlich auch heute in der Lage sein, ja, Fußball zu spielen. Das heißt also, es muss ein Alleskönner sein. Der muss technisch gut sein, kämpferisch stark, in offensive Akzente setzen und defensive Stratege sein. Und dazu kommt noch, dass er läuferisch stark genug ist, dass er, wenn möglich, natürlich über die nötige Schnelligkeit und Beweglichkeit verfügt. Und wenn wir irgendwann mal noch einen Schritt weiter sind im deutschen Fußball, dann ist es ein richtiger Spiritus Rector, egal ob verbal oder nonverbal. Ich danke Ihnen. Gern.